Freunde, mal im Ernst, was ist das denn für ein Wetter dieses Frühjahr? Also wirklich unglaublich. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich aus dem Auto raus vlogge bzw. die Kamera am Start habe. Und zwar muss ich kurz wechseln zum Schalten. Ich weiß gar nicht, darf man eigentlich mit der Kamera fahren? Ist ja kein Handy hier. Aber egal, ich stelle die Kamera kurz hin und dann quatsch kurz, was ich jetzt vorhabe. So, die GoPro ist schon was Schickes, Jungs und Mädels. Genau, wieso sitze ich im Auto, wie soll ich die Kamera ablaufen? Und zwar ganz entspannt und einfach. Ich fahre jetzt zu einem guten Kumpel von mir, zum Steffen. Und wieso erzähle ich euch das Ganze? Und zwar, den werdet ihr jetzt öfter sehen. Wir haben ein richtig geiles Projekt vor. Viel zu viel will ich noch gar nicht verraten. Das Ganze wird heute eigentlich erstmal so ein bisschen geplant, angeteasert und ja, mehr oder weniger mal in die richtige Bahn geschubst. Deswegen fahre ich jetzt zu ihm. Schau mal, dass ich da gut ankomme, weil das Wetter ist echt eine Katastrophe. Ich weiß auch nicht, gefühlt regnet das die ganze Zeit. Deswegen fetze ich jetzt mal dahin, genau, ich fetze dahin jetzt und dann schau mal, ob der Steffen mir die Tür aufmacht, mich reinlässt und was wir alles so Cooles planen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch eure Hilfe, deswegen bleibt dran. Leute, ein ganz normaler Arbeitstag liegt hinter mir. Klassisch bis 16 Uhr, Viertel nach 4 sind so meine Arbeitszeiten. Deswegen wundert euch nicht, warum so selten Videos kommen. Wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen aufdrehen und ein bisschen nochmal richtig Gas geben und schauen, dass das Ganze läuft. Deswegen kommen natürlich jetzt auch ein paar andere Videos, nicht nur diese High-End-Karpfen-Videos, sage ich euch ehrlich. Warum? Wir wollen das Angeln wieder filmen, so wie es stattfindet. Wir wollen wieder die ganze Emotionen festhalten und nicht nur eine auf professionell und so muss es sein und so läuft es bilderbuchmäßig machen. Wir wollen einfach ehrlich, authentisch und Angeln wieder so zeigen, wie es stattfindet. Ich habe mir neulich meine alten Videos nochmal reingezogen und habe gedacht, Jonas, was ist eigentlich mit dir passiert? Und als ich dann wieder angeln war, habe ich gedacht, ich habe mich so krass festgefahren in dieser ganzen Quarter, Tracker, Fox, Nash und was sie alle sind. Also die zeigen uns Videos, die sind jenseits von Gut und Böse, höchsten Respekt, aber die haben teilweise Kameramänner am Start, teilweise mehr Leute, als sie vor der Kamera haben. Deswegen, hey, da kommen wir niemals hin. Wir fangen nicht die Anzahl der Fische, nicht die Größe an Fischen. Deswegen wollen wir einfach wieder Leiten, Pech und Pannen zeigen. Wir haben einfach, ja, in den letzten Jahren einfach wirklich viel zu viel machen wollen. Wir hatten zu hohe Ansprüche an uns selber, deswegen kamen so selten Videos. Weil wir einfach viel zu viel gar nicht gefilmt haben, weil wir gemeint hatten, das will keiner sehen. Aber das wollen wir jetzt wieder ein bisschen auflockern, alles zeigen, was wir tatsächlich machen. Und dazu gehört natürlich auch dieser Vlog heute. Deswegen, jetzt bin ich gleich da, schauen wir mal, ob er die Türe aufmacht. Es geht! Aua, liegt viel bei dir? Alles klar. Ah ja, muss. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Steffen, was geht hier? Aua, das sind die Rigs von meinen PBs. Obere war letztes Jahr Maniac Lake in Frankreich mit 25,4, ein richtig dicker Schuppmann. Und der untere war mein erster PB an der Donau, auch ein dicker Schuppmann mit 20,4 Kilo. War richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Ihr seht schon, der Steffen macht keine halben Sachen. Krass. Also unglaublich. Der Steffen, der kann schon gut, sehr gut Karpfen angeln. Deswegen sind wir heute hier. Wir haben ein kleines Projekt vor, das sind wir jetzt ein bisschen am Plan. Und zwar geht es da um eine kleine Karpfenserie, beziehungsweise auch ein paar andere größere Projekte. Aber jetzt müssen erstmal wir drüber schwätzen, bevor wir euch darüber informieren. Richtig, so schaut es ja nicht aus. Nee. Kennst du nicht? Die kennen diesen Kanal, den kennen nur die absoluten Fans. J&M Angelkiste. Wer kennt den noch? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Alter, haben wir Jig-Haken selber gemacht. 9000 Aufrufe. So, Unboxing? Ja, Mann. Leute, wir haben gerade die Idee. Habt ihr Bock auf Unboxing-Videos? Ich weiß nicht, Steffen bestellt wahrscheinlich genauso viel Angelsache wie ich. Safe. Ey, was haltet ihr davon, wenn wir einfach euch mal zeigen, was wir so bestellen, wie viel wir so bestellen, vielleicht nicht, weil da werden wahrscheinlich andere Leute die Krise kriegen. Aber habt ihr mal Bock, dass wir wieder Unboxing-Videos machen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt vielleicht mal eine Idee, was wir bestellen sollen drunter. Der die kreativste Idee hat, was wir zwar bestellen sollen, dass wir uns auch leisten können. Sehr wichtig. Davon los. Machen wir eine Grenze?
Nee, die sollen selber mal abschätzen. Ja, ja, wir suchen dann das Coolste raus. Genau. Und der das Coolste raussucht, der kriegt was zugeschickt von uns. Was es wird, überlegen wir uns noch. Aber es wird auf jeden Fall was Cooles. Hat vielleicht mit der Idee, die ihr unter das Video postet, zu tun. Aber lasst euch einfach überraschen. Ihr kriegt da eine Mystery-Box, eine kleine. Aber schreibt erstmal was Cooles drunter, was wir bestellen sollen zum Unboxen. Zelt aufbauen. Weißt du, wie baue ich ein Kartenzelt auf? Ja. Wisst ihr, dass man da spannen muss und Ding? Alter, wir haben ein Video. Ich baue meins in 2 Minuten auf. Ja, aber weißt du, das wissen andere nicht. Ja, nee, das wissen andere nicht. Das wissen andere nicht. Ja, da kommt es halt wieder auf das Zeltsystem an. Eben, aber können wir 2, 3 vergleichen. Da haben wir den Zugriff auf ein paar. Ja, eben. Boah, guck mal, ich habe noch ein altes Pop-Up-Zelt. Das kann ich vom Kollegen ausleihen. Alter, von MK. Jetzt müssen wir hier mal aufschreiben. Da habe ich das Titan Hide. Habe ich ja. Jetzt, aktuell. Ja, man gönnt sich ja so einen Fix. Ich sag's euch. Freunde, wir haben Videoideen ohne Ende. Noch und nöcher. Das ist krank. Das ist echt der Hammer. Also wir hoffen, dass wir nur halb so viele in die Tat umsetzen, können wir jetzt Ideen haben. Aber egal, für euch werden so viele coole Videos kommen und auch sehr viele Anfängervideos. Wir sind beide Jugendleiter in unserem Verein. Richtig. Uns liegt die Jugend am Herzen. Auch ihr da draußen. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare. Würde uns auch interessieren. Seid ihr Angelanfänger oder nicht? Interessieren euch diese Serien, Angelanfänger, Angeln für Anfänger, wie auch immer, einen coolen Namen überlegen wir uns noch. Oder habt ihr eine Idee? Schreibt alles in die Kommentare, alles in die Kommentare. Seid die coolsten Ideen, gewinnen was und seid einfach da dabei. Genau, also jetzt habe ich die App schon vergessen, wir schreiben es erstmal auf. Ich komme nicht klar, ist gut. Gut, also. Ne, wir hatten ja hier Route aufbauen, was erste. Genau, damit fangen wir an, alles da. Ich beginne mit, sollen wir nicht das Thema... Weißt du, du kannst ja wie so eine Art Playlist erstellen. Ich beginne mit dem Karpfenangeln. Ja, das macht dann der Name der Playlist, gell? Und dann wäre das quasi der Videoinhalt, okay. Und dann halt... Ein Karpfen-Setup aufbauen oder was? Genau. Also Karpfen-Setup aufbauen. Ich sehe es jetzt und die sprudeln die Ideen, die sprudeln. Das wird krank, das wird geil. Also wir brauchen quasi gute Rolle. Und der ist geil. Ich bin richtig gehypt. Ich bin richtig gehypt. Ich hab richtig Bock. Okay, alles klar, weiß ich mal links montieren. Dann sind wir schon fertig, oder? Ja, das untergliedern wir ja in komplett unter der Playlist. Ich beginne mit dem Karpfenangeln. Genau. Das ist quasi dann die Playlist, dann kommt das rein, das Setup-Aufbau. Und ich finde, da könnte man dann die ganzen Erklärvideos fast reinstellen. Können wir auch machen, ja. Weil du beginnst ja und dann kommt jede Woche, weißt du, dann dreht man die vor, ja, keine Ahnung. Nein, dann machst du halt dann am Tag 3, 4 verschiedene Videos. Das müssen wir machen. Dann nutzen wir dieses Wochenende, was ich gesagt habe. Genau. Die 2,5 Tage. Nächstes Wochenende, ja. Bam, 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 da klopfen wir da richtig durch. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock und dann kann man sagen, so, jeden Freitag kommt jetzt ein Video raus. Oder jeden Donnerstag um 18 Uhr. Ja, machst du theoretisch jeden Donnerstag hier Erklärvideo und jeden Dienstag Angelvideo, wenn wir es hinkriegen. Ja, wenn wir es hinkriegen. Ja. Weil viele machen doch immer so Challenge. Wir kaufen eine Karpfen-Kombo für 100. Wir haben 100 Euro Budget. Jetzt pass auf hier. Das habe ich nämlich auch schon aufgeschrieben. Eine günstige Karpfen-Angel-Kombo im Test. Ich habe damals auf Instagram ein Video hochgeladen. Und da habe ich nur fett hingeschrieben: Karpfen-Kombo für 45 Euro. Mhm. Das Adventure-Set war das, oder? Ja, genau. Und das ist schon offen für das Geld. Das ist absolut. Das reicht doch voll aus. Ja, zum Anfang. Der Blank kommt doch eh aus dem gleichen Werk wie eine Fox EOS. Und dann machen wir, ich sag's dir, dann machen wir ein Testvideo, dann machen wir einmal geklippt auf 40 Raps oder so. 40 ist vielleicht ja, viel, ja. Aber vielleicht mal auf 20 Raps. 20 Raps, schaut mal, geklippt. Ich pack dir eine 0,33er Schnur drauf, hebt dir. Eben, oder du sagst halt, ey, für ein großes Gewässer, größeres Gewässer, nimmst du 12-Fuß-Route, klein mit Hindernissen am Ufer, eine 10-Fuß-Route, weißt du, das geht ja alles. Ja, richtig. Gut. Beziehungsweise, oder verschiedene, welche, oder... Verschiedene Anfüttermethoden sind es ja. Du kannst mit der Spawn, du kannst mit der Kelle, du kannst mit dem Wurfrohr, du kannst mit dem Futterboot, du kannst mit dem PVA. Wenn zwei kreative Karpfenangler aufeinandertreffen, dann Steffen, der sprudelt vor Ideen. Also er wird schon wild. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Jetzt, Leute, wie gesagt, das ist mal eine andere Art Video. Wir machen ja richtig ein Brainstorming für euch.
Wir wollen ja interessante Videothemen rausfinden, damit ihr coolen, interessanten, spannenden, lehrreichen Content habt. Und der Stift ist jetzt gleich leer geschrieben, sage ich euch. Ja? Ja, wirklich, wirklich. Aber es sind noch genug Stifte da. Uns gehen eher die Papiere aus. Also ich zeige euch jetzt mir im Blanko, damit wir euch nichts zu viel zeigen. Ja. Ja. Wie gesagt, also ich freue mich. Wird geil, wird geil. Gut, also Anfüttermethoden. 3 Stunden Brainstorming, nein, sich dem Ende. Was sagst du, war erfolgreich? Wir waren sehr erfolgreich. Macht euch auf was gefasst. Ja. Ganz genau, seid gespannt. Ich zische jetzt erstmal wieder ab, muss nur nach Hause fahren. Steffen macht sich einen gemütlichen Abend, schaut da kurz einen Angefilm, da ist neu online gekommen. Hier kommen demnächst auch wieder neue Videos online, deswegen den Kanal gleich abonnieren, dranbleiben und gespannt sein, was wir jetzt auf die Beine stellen. Ja, richtig. Und denkt dran an den Like auf Insta. Instagram-Like bei Steffen, bei JM Angeln, bei mir privat, bei allen Kanälen. Und wie gesagt, haut rein, schreibt eine coole Idee hier unter das Video und alles, was wir vorhin gesagt haben, schreibt es drunter, wir verlosen was Cooles. Und dann packe ich es jetzt mal, weil es ist schon spät heute. Genau, und dann hauen wir einfach rein und sehen uns wieder. Eie. Meistern, hat's gut, gell? Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt vor dem Steffen los, aber ich muss jetzt erst noch anfüttern gehen. Gar kein Bock, es regnet nämlich. Aber egal, ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon einen Vlog drehe, dann können wir euch auch noch mitnehmen. Genau, also jetzt geht es erstmal um anfüttern, dann schauen wir mal, ob es so nass ist, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, die ganze Heimfahrt nur gepisst, nur geregnet. Ich muss jetzt noch mal kurz schnell nach Hause fetzen, die Warthose holen, um dann einfach auch keine nassen Füße zu bekommen im nassen Gras oder im hohen Gras, im nassen hohen Gras. Und wie Nico schon gesagt hat, wichtig, Warthose, Pokémon-Schutz im hohen Gras, weil nasses hohes Gras echt schwieriges für Pokémons. Nein, kleiner Spaß. Aber ich werde jetzt erstmal kurz die Warthose holen, weil sonst macht es keinen Spaß. So, Warthose am Start. Jetzt kann es weitergehen. Ich bin recht glücklich, dass ich die Warthose genommen habe. So Gras ist einfach nass ohne Ende. Und die Warthose ist jetzt auch schon richtig gut durchnässt. Hätte ich gleich durchs Wasser laufen können. Egal, ich gehe jetzt mal ein paar 20er Kugeln sticken mit einem selber gebauten Bolivarrohr. Falls ihr ein Tutorial haben wollt, wie man so ein Kunststoffrohr biegt, sagt Bescheid. Oder kauft euch einfach für 10 Euro eins. Ne, ich sticke jetzt ein paar 20er Murmeln. Bereite ein bisschen meinen Futterplatz vor, wenn ihr mal Bock habt, ein Video zu sehen, wie wir einen Futterplatz aufbauen, schreibt es in die Kommentare. Also, ich gebe mir erst noch ein paar Bodysticken. Die Tüte mit den 200 Kilo Baits ist jetzt leer. Ist alles schön angefüttert. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt noch 3 oder 4 Mal füttern gehen, bevor ich hier die erste Session mache. Ah ja. Und wenn es dann soweit ist, dass ich die erste Session mache, seid ihr dabei in einem anderen Video. Deswegen, hier ist das Ende von dem Video, von dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein wenig was gelernt und Spaß gehabt. Macht beim Gewinnspiel mit, abonniert alle Instagram-Kanäle und. Deswegen haut rein, Petri, hi, bleibt am Ball, ciao.